Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal hier bei Yogis Technik-Ecke. Danke, dass ihr mal wieder zuschaut. Heute habe ich hier ein bisschen Chaos aufgebaut, beziehungsweise bin ich hier noch inmitten von einigen Fehlerdiagnosearbeiten. Und bei der Gelegenheit möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie ihr die Boot-Reihenfolge an eurem Rechner ändern könnt, also von anderen Laufwerken booten könnt, zum Beispiel von einem angesteckten USB-Stick oder natürlich auch von bootfähigen optischen Medien, also von CDs oder DVDs. Standardmäßig kann es nämlich oft sein, dass der Rechner diese eingelegten oder angesteckten Medien ignoriert und ganz normal mit Windows hochfährt. Und da müssen wir eben eine kleine Änderung an den Systemeinstellungen vornehmen, beziehungsweise bieten moderne Rechner, deshalb habe ich hier gerade mal zwei aufgebaut, einen Laptop noch, die bieten häufig die Möglichkeit, ein Schnellauswahlmenü beim Hochfahren aufzurufen mit Hilfe eines Tastendrucks, indem wir dann ja das Laufwerk auswählen können, zum Beispiel den USB-Stick oder das CD-ROM-Laufwerk, von dem wir booten möchten. Genau dieses Szenario werde ich euch jetzt mal eben zeigen. Ich fahre jetzt genau mal diesen Rechner hier hoch, dann schauen wir uns jetzt mal den Monitor an und dann bekommen wir ziemlich schnell unten rechts eine Aufforderung zu sehen, jetzt in dem Fall, die solltet ihr auch bekommen, nämlich, habt ihr vielleicht gerade gesehen, ich habe euch das nochmal angehalten, ganz schnell die Aufforderung zum Drücken verschiedener Tasten. Und da konnten wir sehen, dass wir die Taste F11 für den Bootmanager drücken sollten. Das habe ich getan und dann ja, haben wir eben hier die Möglichkeit, unser Laufwerk auszuwählen, von dem jetzt gebootet werden soll, von dem hochgefahren werden soll. So eine Option bieten, wie gesagt, viele Rechner, viele Mainboards heutzutage. Die zeigen dann beim Hochfahren irgendwie an, Press F2 oder Press F11, wie gesagt, in dem Fall, um den Bootmanager zu öffnen. Das tut man dann und dann kann man hier ganz einfach zum Beispiel mit den Pfeiltasten jetzt das entsprechende Laufwerk, zum Beispiel das DVD-Laufwerk hier, die Festplatte ganz normal oder den vorne angesteckten USB-Stick auswählen. Ich wähle jetzt in meinem Beispiel zum Beispiel mal den USB-Stick aus und dann können wir sehen, der Rechner bootet ganz brav hier das MemTest 86 Speicherdiagnoseprogramm, welches hier bootfähig auf den USB-Stick geschrieben ist. Das ist also die eine Option, diese Schnellauswahl beim Hochfahren. Damit wird die Einstellung natürlich nicht gespeichert, sondern ihr müsst bei jedem Hochfahren, ich starte den Rechner gerade nochmal neu hier, wieder natürlich die Taste drücken, um dann in diesen Bootmanager zu kommen. Hier unten seht ihr nochmal ganz schnell den Hinweis F11 vor Bootmenü. Und ja, dann kommen wir da entsprechend rein und können unser Laufwerk auswählen. Genau das gleiche zeige ich euch jetzt auch nochmal bei diesem Laptop hier. Der hat eine ähnliche Boot-Auswahlfunktion. Den fahre ich also mal hoch. Und dann sehen wir hier ziemlich schnell einen Hinweis. Wie gesagt, da müsst ihr bei eurem Rechner dann auch drauf achten. Der sagt euch dann, welche Taste ihr drücken müsst. Hier seht ihr Press Escape zum Beispiel, um das Startmenü zu öffnen. Das habe ich getan. Ich habe Escape gedrückt und dann bekommen wir hier ja einige weitere Optionen und sehen zum Beispiel, mit F9 können wir die Boot Device Options aufrufen. Das werde ich mal tun, also die Boot-Laufwerksoptionen hier. Und dann kann ich ja ganz ähnlich wie bei dem anderen Rechner im Grunde genommen, kann ich jetzt hier mit den Pfeiltasten mein Boot-Laufwerk auswählen. Zum Beispiel hier oben mein optisches Laufwerk, also mein DVD-Laufwerk. Die Festplatte ganz normal vom Netzwerk booten. Oder wäre jetzt hier ein USB-Stick angesteckt, was jetzt hier nicht der Fall ist, könnte ich natürlich auch den entsprechend auswählen. Das jetzt also nur noch mal zu dieser Schnellauswahlmethode des Bootlaufwerks. Die wird natürlich allerdings nicht gespeichert. Die müsst ihr bei jedem Rechner Neustart dann neu auswählen. Wenn ihr das Bootlaufwerk speichern wollt, dann müsst ihr das dauerhaft im BIOS des Rechners eintragen, beziehungsweise im UEFI heißt das bei neueren Rechnern, UEFI. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt noch. Kommt mit. Um ins BIOS des Rechners zu gelangen, schaltet ihr den natürlich wieder ein und achtet genau wie gerade auch auf den entsprechenden Hinweis. Das ist jetzt hier in meinem Fall, weist ihr mich hier unten rechts jetzt direkt hin auf die Taste F2, habt ihr gerade gesehen, halte ich euch noch mal kurz an, da das sehr schnell ging. Mit F2 oder Entfernen wohlbemerkt, mit der Entfernen-Taste kommt ihr auch sehr oft ins BIOS beim Hochfahren. Aber wie gesagt, schaut einfach auf den Hinweis, irgendwo steht das immer beim Hochfahren, dann landet ihr im BIOS. Und da navigiert ihr einfach auch, haltet ihr einfach auch Ausschau nach einer Kategorie, die sich Boot nennt. Die ist jetzt hier in meinem Fall, in diesem Army BIOS hier, ist die direkt hier oben im Hauptmenü. Könnt ihr sehen, da kann ich auch mit den Pfeiltasten hin navigieren, kann ich hier nach links und rechts gehen, um jetzt hier die Menüpunkte oben durchzugehen und kann dann runtergehen mit den Pfeiltasten, um jetzt hier unten in die Einstellungen zu gelangen. Zum Beispiel mein erstes, zweites und drittes Boot-Device, also Boot-Laufwerk, kann ich jetzt hier festlegen, um die Einstellungen jeweils zu ändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel den USB Stick hochschieben möchte, als erstes Bootlaufwerk zum Beispiel, dann drücke ich hier die Taste Enter auf der Tastatur, wenn ich First Boot Device ausgewählt habe und wähle dann mein entsprechend gewünschtes Laufwerk aus, zum Beispiel den JetFlash USB Stick jetzt hier und dann können wir sehen, der wurde als erstes Bootlaufwerk erfolgreich eingetragen. Nach diesem Schema läuft die Bootgeräteeinstellung eigentlich in allen BIOS-Varianten ab. Die Mainboard-Hersteller, die verbauen ja unterschiedliche BIOS-Versionen. Das hier ist ein Mainboard von ASRock, da ist wie gesagt ein
Army BIOS drin, ein sehr häufig verwendetes. Deshalb habe ich euch das jetzt auch nochmal hier dran gezeigt. Und hier findet ihr die Boot-Optionen, wie gesagt, direkt oben in der Hauptmenüleiste. Aber wenn ihr nach dem Stichwort Boot bzw. Devices auch, also Laufwerke, Ausschau haltet, dann solltet ihr so eine Auflistung hier relativ schnell finden und euch entsprechend mit den Pfeiltasten und mit der Enter-Taste auswählend euch auch hier schnell durchnavigieren und zurechtfinden können. Wenn ihr hier im BIOS meint, irgendetwas falsch gemacht zu haben und euch nicht mehr sicher seid, dann könnt ihr einfach immer die Escape-Taste wiederholt drücken, bis ihr aus dem Hauptmenü rauskommt. Dann fragt er nämlich, ob diese Änderungen verworfen werden sollen. Dann sagt ihr einfach okay, drückt Enter und alles ist wieder beim Alten. Alternativ, wenn ihr diese Einstellung jetzt übernehmen wollt, zum Beispiel den USB-Stick jetzt als erstes Bootlaufwerk festhalten wollt, das muss dann auch nicht mehr bei jedem Hochfahren erneut ausgewählt werden aus der Schnellauswahl. Das bleibt jetzt wirklich die Einstellung, wie gesagt. Dann geht ihr hin in das Menü Exit zum Beispiel oder Save kann das auch heißen, je nach BIOS-Version, wie gesagt, und wählt dann hier aus Save, Changes und Exit, also Speichern und Exit. Nein, nicht das zweite, sondern die erste Option, genau die. Auch dann fragt er nochmal, wirklich speichern. Wir sagen okay und jetzt wird hier hoffentlich von meinem USB-Stick gebootet, der hier vorne ja angesteckt ist. Der hat noch immer das Speicherdiagnoseprogramm und ihr erinnert euch, eben musste ich ja mit F11 hier die Schnellboot-Auswahl starten, aber jetzt könnt ihr sehen, startet der Rechner völlig selbsttätig und immer wieder vom USB-Stick, da ich das ja gerade im BIOS eingespeichert habe. Ich zeige euch die dauerhafte Einspeicherung des Bootlaufwerks im BIOS auch nochmal hier bei dem Laptop. Da gehen wir wieder mit Escape in dieses Startmenü, dann konnten wir mit F9, wie gesagt, das Bootmenü aufrufen, aber ich möchte die Einstellung jetzt dauerhaft ändern, deshalb gehe ich ins BIOS mit F10 jetzt hier in meinem Fall, könnt ihr hier sehen, F10 BIOS Setup, das drücke ich mal. Und ja, dann bekommen wir hier ein etwas moderner gestaltetes BIOS, welches hier sogar schon Mausunterstützung bietet, könnt ihr sehen. Und dann können wir hier wahrscheinlich mal, ja, müssen wir uns auch durchklicken, aber ich vermute das jetzt in dem Fall hier bei dem HP-Rechner im Menüpunkt Systemkonfiguration. Und auch dann sehen wir wieder das Stichwort Boot, was ich gerade schon ansprach. Und hier können wir dann die Boot Order hier unten, in dem Fall jetzt also die Boot-Reihenfolge festlegen. Da können wir mal draufklicken hier ganz genau und dann können wir hier die entsprechenden Laufwerke und Anschlüsse können wir hier entsprechend hochschreiben. Aber wie gesagt, darauf jetzt im Detail einzugehen, würde den Rahmen sprengen, da das bei jedem Rechner anders aussieht. Wichtig ist, dass ihr nach Boot oder nach Boot Order, Boot Device Priority, ich habe euch diese Stichworte auch auf jeden Fall nochmal hier eingeblendet und in die Videobeschreibung gepackt, dass ihr nach sowas Ausschau haltet im BIOS bzw. beim Hochfahren des Rechners, dann sollte es kein Problem sein, euren Rechner von beliebigen Medien zu starten. Ja, mehr kann ich euch nicht dazu erzählen. Das war mein kurzes Tutorial. Ich hoffe, es war noch kurz genug und ist nicht wieder zu lang geworden. Zum Thema Bootlaufwerk ändern, Bootreihenfolge ändern. Ich hoffe, das hat den einen oder anderen gefallen und geholfen. Wenn dem so war, dann könnt ihr mir gerne eine positive Bewertung dalassen. Da würde ich mich auf jeden Fall immer drüber freuen. Oder natürlich auch über ein Abo auf meinem Kanal. Das motiviert mich immer weiterzumachen. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit und bin raus. Tschüss vom Yogi285. Macht's gut.